Dann gehen wir da zu diesem Beach Café. Non cup. Tini, cheerai cup. Aha, okay, Kopf und Kopf. Das war ja so extrem lang, ich habe nichts verstanden, aber es ist schön hier. Ah, das schaut echt schön aus. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Art eine Beachbar, ja, mit Party. Aha, ja, okay. Ich glaube, da wäre abends interessant. Ja, mein Lohn. Und die nun, ne? Oh, sie dammen. Sie dammen. Oh, up to you, ne? You can choose. Yeah, but, yeah. สองคนตรงนี้ได้ไหมเนาะอยู่ที่นี่นะที่นี่สวยไม่ร้อนนะไม่มีซันโอเคอ่าฮะAlso die haben eine gute Location hier, das muss man ihnen lassen. Hier am A der Welt, da, hinter diesem Felsen. Ich glaube, da kannst du Lärm machen, da stößt kein Mensch hier. Müsste man mal schauen, wenn hier der Bär steppt, mal hier hinkommen. Ich muss dann mal gucken im Internet oder so, ob die hier Partys haben. Wir hatten den hier hergestellt, das müsste verboten sein, sowas. Das müsste echt verboten sein. Die schönen thailändischen Strände mit sowas zuzubauen, hey, oh. Aber das gefällt mir wiederum. Die sollen wieder zurück zum Oldschool-Thailand-Style Bauweise. So. Die müssten hier mal wieder den ganzen Strand, die ersten 100 Meter, müsste einfach frei sein. Keine Häuser, nichts, oder irgendwie Abschnitte machen, wo es Villen gibt. Dann wieder einen Strandabschnitt, wo es vielleicht solche Betondinger gibt. Und dann einen Strandabschnitt, wo es eben halt nur so traditionell thailändische Beachbars, Kite-Schulen, Restaurants etc. gibt. Ist das noch Charm? Negativ. Das ist, ich glaube, das gehört schon zu Phranpuri. Das ist irgendwo zwischen Hua Hin und Phranpuri da. Dort steht noch ein Sofa im Meer. Kann man sich hinsetzen. Oh, schau. Da haben sie noch Obst für mich bereitgestellt. Was soll denn das? Aber haben sie noch schick gemacht da mit dem kleinen Bötchen hier, das da gestrandet ist, mitten im Restaurant. Da gibt es wahrscheinlich heute Abend Band. Aha. Alter Schwede. Jetzt ist mir auch klar, ist halt, dass das hier ein bisschen mehr kostet. Ah, okay. Thank you. Wow. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was hat Jui Eiskaffee?
Yui Mialai, Ice Coffee. Ah, Kapu. Kapu, ah. Das Cappuccino. Gar nicht gewusst, dass karamellisierter Sirup so gut riecht. Das ist irgendwie wie Sirup, wie Karamellwasser. Ja, da geht ein bisschen was rein, da weg mit der Fliege da. Karamell. Chai, Karamell. Was haben wir da noch? Hä? Die haben sogar noch den Kaffee. Was das für ein Kaffee ist und woher er kommt. Scheint thailändischer Kaffee zu sein, kann das sein? Mal schön lesen da. Coffee from mountainous Luang Prabang Range. Hä? Luang Prabang ist doch eigentlich kenne ich von Laos. The gateway of culture between Thailand and Laos. Ah, okay, doch. Patang. Thailändischer Kaffee. Der schmeckt echt gut. Ohne es zu wissen, habe ich ja vorher gesagt, der schmeckt echt gut. Der schmeckt echt gut. Kommt aus Thailand. Sogar mit Koordinaten da. Unglaublich sowas. Grenze zu Laos, ja. Doi Thung Chiang Rai. 1600 Meter über Meer wird er angebaut. Steht alles hier drauf. Das müssen wir aber auch schnell anschauen. Riecht nach gar nichts. Testen. Oh, ist wirklich sehr dickflüssig, ein bisschen zu viel da. Der natürliche Sirup. Hä, ganz komischer Geschmack. Also im positiven Sinne, aber. Undefinierbar, was das genau ist. Also es ist süß, leicht süß, aber nicht extrem süß. Das Essen schaut echt gut aus. Beim Eingang bestellen, beim Ausgang bezahlen. So läuft es hier. Gibt einen Kap. Tonien mi party mai. Tonien mi party tini mai kap. Mai mi party. Tini pit gitum. Song tum. Ah, okay. Kop kun kap. Ah. Ja.